Gehen wir noch mal zurück ein bisschen auf den Unterschied. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Rossini und Verdi? Wenn man jetzt von der Technik her, ist das sehr kurios, sehr anders. Der französische oder der italienische Rossini, muss man sich da als Sänger eigentlich komplett umstellen? Na, da gibt es viele Verschiedenigkeiten zwischen Rossini und Verdi. Natürlich, Rossini war der Anfang von Bel Canto. Mhm. Muss ich sagen, dass Verdi hat etwas genommen von Rossini. Irgendwelche Stelle gibt es da eine Kopie von Rossini. Da Verdi wirklich hat kopiert. Also zum Beispiel, also wir sehen in Guillaume Tell zum Beispiel, da gibt es diese Arie von Arnold, Alarmi, Alarmi, der hat Verdi in Trovatore genommen. Dann natürlich die ganze Geschichte von die Tempesta, also wie ist das? Der Sturm. Sturm, genau. Gibt es da in Rigoletto auch. Ja. Ja? Natürlich in Rossini gibt es da zwei Tempesta, in Guillaume Tell und auch in Barbiere gibt es da Tempesta. Das irgendwie diese Zustimmung zwischen die innere Sturm und die äußere Sturm zusammen. Ja? Die Musik, ja. Die spielt ganz, ganz große Rolle auf die Stimmung von Persönlichkeit in diesem Moment. Auch musikalischerweise, also Instrumentalisierung von Rossini ist ganz stark. Und Rossini ist auch ganz anderes, nicht immer wie Cenerentola, Barbiere. Also dramatische Rossini ist, na, brauchst du Stimme, brauchst du nicht nur Koloraturen, auch die tieferen Töne, die höheren Töne. Du musst den ganzen Umfang von der Stimme benutzen. Und dann also gibt es da die Fragen von natürlich, welche Typ von die Stimme muss das singen. Wir kennen sogenannte Kolbrand-Typ. Mhm. Also, aber was war Kolbrand? Sie war eine Hörmezzo oder eine dramatische Sopran? Man weiß das nicht, weil in dieser Zeit da war keine Teilung zwischen Sopran und Mezzo-Sopran. Da war Contralto und Sopran. Also Contralto, das ist klar, das ist ganz tiefe Stimme. Und die Sopran, also konnte etwas mezzo-sopranistisch oder sopranistisch sein. Also Extension, ja. Also ja, das die Weite. Die Weite war ganz groß und du musste alles haben. Natürlich, du musst auch die Koloraturtechnik ganz gut wissen und gut machen. In Verdi brauchst du es nicht so viel, aber da gibt es irgendwelche. Zum Beispiel, wir sehen in die allererste Oper von Verdi, auch in Trovatore eigentlich, gibt es da etwas von dramatischer Bel Canto, von Ende von dramatischer Bel Canto, da gibt es diese Koloratur, weil natürlich, das ist nicht Ballo, wo da gibt es keine Koloratur, oder Otello, oder weiß ich nicht, Falstaff, ja, das ist ganz andere Verdi, der ist schon ganz entwickelte Verdi. Und in Traviata finden wir noch diese Koloratur, auch in erster Akt nur. Natürlich, dann sagt man, natürlich, du brauchst drei Stimmen, um diese Rolle zu singen, weil natürlich technischerweise die alle drei Akte sind verschiedene. Also die erste brauchst du eine Stimme, die kann Kolorature singen, wenn du kannst auch Mi Bemol machen, weil Callas hat das gemacht und danach alle haben gedacht, musst du die Mi Bemol machen. Und die Koloraturen müssen klar sein und schnell und nicht nur in die Aria, sonst auch in Duett. Und wenn du Bel Canto, wie zum Beispiel Rossini, dramatische Bel Canto wie Bellini und Donizetti gemacht hast, dann weißt du, dass die Koloraturen sind immer eine Reflexion von die innere Welt, von dieser Situation. Also die sind nicht nur, um zu zeigen, dass du das machen kannst. Nein, das hängt an, was du fühlst und wie du fühlst das. Und natürlich in Traviata, es ist wie eine Maske, die sie hat. Das ist alles so leicht, das ist alles so toll, weil sie kann nicht zeigen, was sie wirklich fühlt. Und natürlich dafür im zweiten Akt hat sie nicht mehr Koloraturen, die ist die andere, vollere Stimme. Ich sage, dass die zweite Akt von Traviata, ich nenne die Krieg,
zwischen Germont und Traviata, weil erst, sie sind beide sehr starke Persönlichkeiten, ähnliche Stärke, weil ich finde, Alfredo ist nicht so stark, er ist ein bisschen unter Vater und ja, es ist nicht so, Traviata ist ein Businesswoman, wir können so sagen, ja, und sie ist ganz kluge Dame und Germont ist sehr stark, er ist gekommen, bababa, aber dann er auch bekommt ein bisschen schwächer, weil er versteht, dass wenn er macht das mit die Stärke, ja. Sie sagt, naja, geh weg, auf Wiedersehen, ich spreche nicht. Und dann musste er die anderen Gründe finden, um seinen Sohn zu bekommen, zurückzubekommen. Und dann die dritte Akt, wo man sagt, ah, am meisten dramatische, na, wenn du stirbst, wenn du bist müde, wenn du hast keine Stimme, wenn du hast Tuberkulose, hast du keine Kraft zu schreien, musst du sowas. Und dann, wenn die Agonie kommt, wenn du dann, das sind große Stifte, ja. Wie könnte das man sagen, verschiedene, ja. Ja, also, oder du bist ganz schwach, oder dann, wenn du hast Fieber und wenn du fühlst die Agonie, du fühlst die Schmerzen und dann du willst leben, aber du kannst nicht mehr, dann kommt diese, ah, wie heißt das auf Deutsch, also mein Deutsch ist nicht perfekt, Entschuldigung, she's so, genau, Ausdruck und ja, Ausdruckung, sie ist so, ich will leben. Ja. Und dann natürlich kommt diese Dramatizität, kommt ja. Da, aber nicht immer. Und dafür wenn da gibt es diese große Stufe, da denkt man, oh ja, jetzt ist das dramatisch. Aber das ist dieselbe Stimme, ein bisschen müde, weil die ganze Oper hast du schon gesungen. Und ein bisschen zerrissener, weil jetzt, das ist zwischen dem Tod und dem Leben und dann kommt er und dann sie will noch leben. Und die Agonie, die ist nur am Ende, also Estrano, da, di, da, di, und dann die, sie denkt, dass sie wird leben und dann ist die Tod gekommen. Ja? Dann musst du die ganz gut die Geografie von diesem Akt kennen. Auch wie auch Schauspielerin, ja. Weil ohne der gibt es da keine Traviata. Nur zu singen, das ist nicht interessant und das spielt, das macht keinen Sinn für mich eigentlich. Sie haben ja bis jetzt, soweit ich weiß, glaube ich 18 oder 19 Traviata-Produktionen schon 18, gesungen. Ja. Also von der Met bis zur Scala, bis Wien, Covent Garden. Ja. Es ist, eigentlich stirbt man immer zum Schluss, außer gibt es irgendwelche Ausnahmen in irgendwelchen Opernhäusern. Stirbst du immer. Stirbst du immer. Stirbst du immer. In verschiedenen Geschichten, aber das Tod kommt immer. Okay, nein, ich habe deshalb gefragt, weil es war vor Jahren eine Inszenierung in Hamburg, da sind dann zum Schluss alle gestorben, bis auf die Violetta. Die sind dann alle umgefallen, da habe ich gedacht, ob es da vielleicht irgendeine Ausnahme gab oder so. Verdi hat etwas nicht verstanden. Ja, genau.